die Fakultät, 7 Fakultät, fest einprogrammiert, 7 Fakultät als Flussdiagramm und als Strukturgramm. Das hier ist ja das Programmfragment vom letzten Mal und jetzt als Flussdiagramm. Ich starte also hübsch mit meinem Start, Beginn, wie auch immer. Ein paar Zuweisungen hier. A soll 7 sein, ich schreibe mal wieder Pascal, nicht C. I soll 2 sein und Fakultät in C ohne Umlaute soll 1 sein. Damit fange ich an. Jetzt kommt ein While. Und da müssen Sie an der Stelle stolpern, weil ein Flussdiagramm kennt kein While. Das müssen Sie ausbuchstabieren im Flussdiagramm. Sie prüfen, ob die Bedingung zutrifft. Ist I kleiner gleich A? Fragezeichen. Sie prüfen, ob diese Bedingung zutrifft, ja oder nein. Wenn die Bedingung zutrifft, gehen Sie in die Schleife rein. Jetzt kann ich ausbuchstabieren, was in der Schleife passiert. Fakultät mal gleich I. Das müsste ich dann stilecht eigentlich jetzt ausformulieren. Fakultät gleich Fakultät mal I. Wenn ich in C sind. Oh oh. Platzeinteilung, Sie wissen, was ich meine. Fakultät gleich Fakultät mal I. Und I um 1 erhöhen, wenn wir nicht in C sind, müssten wir jetzt eigentlich auch streng schreiben, I ist gleich I plus 1. Das heißt ja I plus plus. Wenn das fertig ist, gucke ich wieder, ob die Bedingung für das While erfüllt ist. Gehe ich also so zurück. Das ist mein While, ausbuchstabiert. Das Flussdiagramm kennt kein While. Sie müssen es ausbuchstabieren. Ich prüfe die Bedingung. Wenn die Bedingung erfüllt ist, gehe ich in den Körper der Schleife. Das ist der Körper der Schleife. Und nach dem Körper der Schleife prüfe ich wieder die Bedingung. Fertig. Ende. So sieht das hier als Flussdiagramm aus. Und dann wollte ich das noch als Struktogramm haben. Das ist doch alles eng hier auf einem Blatt. Den kann ich hier gut unten hinziehen. Als Strukturgramm. Also, es fängt beim Strukturgramm immer mit diesem großen Block an. Hier komme ich an. Das ist der Anfang meines Programms und dann wird sich das mehr und mehr aufteilen. Das ist nichts, was man für ein großes Programm echt ernsthaft machen kann. Aber für so ein kleines Programm ist das ganz übersichtlich, weil man sieht, wie die Sachen ineinander geschachtelt sind. Strukturierte Programmierung wirklich sehen kann. Das muss alles in solchen Blockstrukturen unterzubringen sein, sonst ist es nicht strukturiert programmiert. Beim Flussdiagramm sehe ich das nicht, ob das so geht. Hier können Sie wie wild irgendwelche Sprünge machen, ob das in solche Blöcke reingeht, das sehen Sie da dann nicht. So, ich fange an, 2 Variablen einzurichten. A soll auf 7 gesetzt sein, I soll auf 2 gesetzt sein, Fakultät, bleiben wir mal bei dem ausbuchstabierten Umlaut, Fakultät ist gleich 1. Das Strukturgramm kennt das While. Ich schreibe wirklich mal jetzt auf Englisch while dahin. Das ist so ein umgekehrtes L im Strukturgramm. So ein Block jetzt eben. Und in diesem Block steht, was der Körper ist. Und bei dem while hier außen drum schreibe ich noch die Bedingung dazu. Solange wie I kleiner gleich A ist, tue, was hier in dem inneren Teil steht, nämlich die Fakultät soll werden. Ich schreibe das wieder aus. Wenn wir nicht in C sind, hier Fakultät mal I und I soll um 1 erhöht werden. I ist gleich I plus 1. Das wäre das Strukturgramm dazu.